Endlich seid ihr in der Heimat von Iserhohn. Auch wenn ihr Spogelsen weit entfernt ist, so warten hier wenigstens die Sümpfe aus Tobrien auf euch. Selbst wenn ihr nicht jedes Wesen zur Niederhölle schicken konntet, so erfüllt euch doch schon das Kribbeln der nahenden Stadt Mendena und das Ende eines Heptarchen. Gemeinsam mit dem Torfschächer Freko Kuttelsieder matscht ihr über den Morast unter euch. Das Ziel soll der Totengräber Just sein, der euch bereits von Sanin genannt worden ist. Eventuell könnt ihr gemeinsam mit ihm einen Weg nach Xeranien finden. Was euch dann letztendlich in der Stadt erwartet, könnt ihr eventuell mit Hilfe der Alanfana, Pasca Florius oder der Travia-Geweihten herausfinden. Der Krug der heiligen Lindegard muss gefunden und zu Leatmon Freisob nach Ilso gebracht werden. Und so beginnen wir. Was für eine ekelhafte Gegend hier. Nur Dreck und Binsen. Erinnert mich noch einmal daran, warum wir das auf uns nehmen. Es ist etwas Persönliches. Wir wollen jemanden tot sehen, der uns tot sehen möchte. Ich meinte eher, warum wir diesen Sumpf auf uns nehmen. Wir wollen diesen Totengräber finden. Er scheint sich wohl hier in der Gegend rumzutreiben. Ja, dann spät in einen der Tümpel, die hier vermutlich überall zu sehen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Toten überhaupt hier vergraben muss. Das scheint ja von selbst einzusinken. Und ich denke, was sich um sie kümmern. Die richtige Bestattung. Was immer mal Toten hier in den Sümpfen macht. Wir können ihn ja fragen, was er mit den Toten macht. Und wenn er nur ein Gebet spricht, ist damit auch schon etwas gewonnen. Ja, nicht, dass sie wieder aufstehen aus ihren nassen Gräbern. Oh ja, wir sind gleich da. Ja, eure Schuhe sind übrigens eine interessante Idee. Funktionieren gut. Ja, sogar für euer Bärchen hier. Ja, Mira macht sich auch sehr gut damit. Mensch. Ja. Aber hier, die Frau aus Valusa, die sieht schon so aus, als ob sie das mal gemacht hat. Und der Herr hier mit seiner goldenen Hand auch. Bitte? Kommst du auch aus Tobrien? Nein, ich komme aus Weiden. Aus Weiden? Oh, sieht so aus, als ob du Skifahren kannst, so. Oder hier durch Morast und Torf laufen kannst. Zucke mit den Schultern. Gibt's in Weiden Schnee? Sicher, viel. Ja, dann erklärt das. So, letzter Hügel, dann sind wir gleich da. Er stärkt euch nicht, ne? Der Name des Schiffes ist ein bisschen unheimlich, aber das wird schon. Ein Schiff? Was für ein Schiff? Ja, ein Hulk. Hier im Sumpf? Gut, oder? Niemand weiß, wie das hier hingekommen ist, aber da sollte man mich neu fragen. Gibt ja auch fliegende Schiffe. Fliegende Schiffe? Sicherlich hier im Sumpf. Egal. So könnt ihr über einen letzten kleinen Hügel gehen, der sehr unter euch nachgibt. Und wenn ihr dann über die Kuppe blickt, seht ihr tatsächlich ein Schiff, die Terror, die hier gestrandet im Sumpf, im ewig Morast liegt. Der Mast ist wohl mehrfach gebrochen und es gibt wohl mehrere Eingänge, die in das Holz geschlagen worden sind. Einige Zelte, die davor aufgespannt worden sind und es scheint wohl so ein bisschen trockengelegt worden zu sein. Viele Banner, die von dem alten tobrischen Wolf zeugen und ihr könnt hier erkennen, wie mehrere Bewaffnete umherlaufen in rostigen Rüstungen, Leder, teilweise von merkwürdigen Kreaturen, irgendwelche Sumpfkreaturen. Sogar einer mit abgezogener Ogerhaut, die er sich da umgebunden hat. Und ja, Rebellen. Ja, wir sind da. Willkommen ja, an der Terror. Hotsplit. Das ist ja das alte Wappen. Ja, sicher. Ja, dann gehen wir doch mal dahin, oder? Ich dachte, das hatten wir vor. Vielleicht kommen wir nicht aus hier Feuchtigkeit raus. Ich klebt überall. Ja, Dreck. Ich beschleicht das Gefühl, dass da drin nicht besser wird. Während ihr auf die Terror zugeht, könnt ihr so schon sehen, wie 5 bewaffnete Widerstandskämpfer auf euch zugehen und vor allem merkwürdig in Richtung von Raphim blicken. Ihre Schwerter sind gezogen und ihre Schilde dann auch zur Verteidigung bereit, aber auf den Schilden klebt ebenso der Wappen oder das Wappentier von Tobrien, der Wolf.
Pius zum Gruße. Man sagt, hier draußen rottet sich ein Widerstand zusammen. Pius zum Dank. Wer seid ihr? Ich bin Jarlan Goldhand, das sind meine Gefährten. Ich bin nicht sicher, ob ihr von uns gehört habt. Wir sind hier, um Xeran zu töten. Er ist nicht hier. Dessen sind wir uns bewusst. Wir sind auf dem Weg. Gut. Aber von euch gehört haben wir nicht. Sollten wir? Hier draußen vermutlich nicht. Gut. Je Rico, weniger Leute von uns hören, desto besser. Oh ja, die gehören zu mir. Die haben einen Ogre getötet. Ratzfatz war das Ding ab. Hier, er hält einmal den Kopf hoch. Also gut, ich bin Seffel. Das ist Kullmann, das ist Servando und das ist Rick. Und ihr wollt euch jetzt dem Widerstand anschließen? Wir hatten gehofft, ihr hättet einige Informationen für uns. Den Xeran loszuwerden ist sicher auch in eurem Sinne. Ja, sicher. Das versuchen wir schon seit Jahren. Nicht ganz 10 an der Zahl, aber ungebrochen. Das freut uns zu hören. Aber wollt ihr uns nicht erst einmal Travia gefälligerweise hineinbitten, oder sollen wir uns die ganze Zeit draußen im Sumpf unterhalten? Kommt mit. Und so führt euch dann wohl der Anführer Seffel in Richtung der Terror und kann euch dann an Bord des Schiffes bringen. Wie gesagt, durch eine eingeschlagene Luke könnt ihr dann den Kopf einziehen zwischen ein paar Balken hindurch und seht dann hier, wie wohl weitere Hängematten aufgehängt sind, wo Leute drin schlafen. Und ihr könnt dann nach oben die Treppen steigen zur alten, verlassenen, verwitterten Kapitänskajüte, wo wohl auch ein Boronsrad eingeschnitzt ist. Allerdings das Alanfanische. Ja, das sieht ja hier schon richtig sympathisch aus. Kurios. Oh. Ja, los, lauf weiter, ihr allein hier, Isarun, das sind doch eure Leute. Mit denen müsst ihr doch sprechen. Ja, wir gehen ja schon. Das muss dann wohl auch ein Rückzugsort von diesem Totengräber sein, oder? Der gehörte doch dieser Richtung an. Was, Just? Ja, der ist auch hier. Ach. Ja, das trifft sich ja gut. Sehr schön. Mit dem wollt ihr reden? Ja, unter anderem. Uns wurde er als Kontakt genannt. Als Kontakt? Von wem? Er kneift die Augen zu. Nun, von anderen Rebellen draußen auf der See. Draußen auf der See? Ich will Namen hören. Ja, wie viele Rebellen fahren denn noch draußen auf der See? Jetzt darfst du mal ganz doll überlegen. Es ist mir schon klar, wen ihr meint, ich will trotzdem Namen hören. Na schön, Sanin. Weiter? Wie weiter? Sollen wir euch jetzt deine gesamte Mannschaft aufzählen, oder wie? Nee, den richtigen Namen. Den richtigen Namen? Rateral? Aha. Er scheint zu nicken. Gut. Ja, dann bevor er an die Kapitänskajüte herantritt, klopft er wohl links. Es scheint wohl eins der Offizierskajüten zu sein. Öffnet die Tür und ihr könnt erkennen, wie da wohl jemand mit verschlammten Händen steht vor einem großen Tisch, auf dem ein Toter liegt und die Person näht ihm wohl gerade den Mund zu und die Augen sind wohl auch schon verschlossen, die Nase ist verschlossen, zugenäht. Sieht sehr obskur aus. Rafim erkennt das Bild aber. Kurios. Er nickt euch zu. Boron zum Gruß. Boron zum Gruß. Warum tut ihr das? Bestärkte sie. In anderen Teilen der Welt macht man das anders. Und hier machen wir es so. Wollt ihr mir meine Arbeit erklären? Nein, ich möchte verstehen. Ich dachte, möglicherweise, weil der Sumpf verseucht ist, dass ihr besondere Maßnahmen treffen müsst. Aber verzeiht, das ist nicht wichtig. Die Toten kehren allerhand wieder. Er wischt sich einmal über seine fleckige Robe, ist es nicht. Es ist einfach ja so eine Laienkleidung, also er trägt kein Ordensgewand und gibt dir dann eine trotzdem weiterhin verschmierte, schlammige Hand zur Begrüßung. Ich bin Just. Ergreife sie. Sehr erfreut. Und ihr? Hört ihr zu Seffel? Ich möchte ihn einmal auf Rabensprache ansprechen.
Kennt ihr die Sprache des einzig Wahren? Was redet der Mann? Guckt zu den anderen. Ah, keiner Landferner. Auf wem sieht ihr den Mann an? Natürlich ist da keiner Landferner. Ja, ich hatte Hoffnung. Entschuldigt. Ja, tatsächlich, also wenn du ihn anguckst, er sieht aus wie der normale Tobrier, also so klein, du würdest sagen 1,70 groß, sehr blasse Hautfarbe und schwarzes Haar. Also ein Mittelreicher. Ja, aber wir in der Landfahrt, wir haben ja alles. Wir haben ja alles. Wart ihr schon einmal im Süden? Nee, ich bin aus Xeranien, will ich es nicht nennen, aus Tobrien, vor allem aus der Grafschaft nie rausgekommen. Warum? Nun, eure Technik. Nun, ich habe so etwas schon einmal gesehen bei den Waldmenschen, glaube ich. Raffi, nicht wahr? Ja. Wir haben gelernt. Ich dachte auch. Wir haben gelernt und das hilft. Interessant. Mir ist eine ähnliche Technik schon einmal aus einem Bericht aus der Wahrung Kai begegnet. Wollt ihr sagen, ich bin Nekromant? Nein, das hat sich dann so eingebürgert, ich glaube, gegen die Nekromanten. Gut, da sitzt euch, zeigt so ein bisschen auf ein paar Schemel und ein altes, sehr, sehr matschiges Bett. Und eure Eitelkeit wird hier auf alle Fälle hart bedient, aber ihr seid sowieso sehr dreckig. Ist sehr, sehr eng jetzt, vor allem, wenn ihr dann allesamt in der Kajüte steht. Aber ja, ihr seid wohl da. Falls ihr euch wundert, was wir von euch wollen, wir sind unterwegs nach Medena. Wir wollen Xeran töten. Tja, gibt nicht viele Leute, die vorzeitig zu Boron geschickt werden sollten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass er überhaupt von Rheton gewogen wird. Vermutlich eher nicht. Fährt wahrscheinlich direkt in die Niederhöhlen. Welche auch immer. Nun, euer Name wurde genannt als möglicher Kontakt, der uns mehr über das Hineinkommen nach Mendena erzählen könnte. Seid ihr mit Sanin gefahren? Ja. Dann seid ihr wohl vertrauenswürdig. Sanin, ja, von früher. Habt ihr auf seinem Schiff gedient? Nein, ich habe wie gesagt die Grafschaft nie verlassen. Nun ja, früher waren die Häfen noch was ganz anderes. Da sagt ihr was. Und ihr wollt jetzt nach Medena rein, ja? Mhm. Gut. Soll ich euch als Leichen reinschmuggeln oder wie wollt ihr das machen? Wir hatten eigentlich vor, uns als Diamantenhändler auszugeben. Habt ihr Diamanten dabei? Oder wollt ihr welche kaufen? Einige wenige. Ja, könnt ihr sicherlich so machen. Wie hattet ihr vor, uns als Leichen hineinzuschmuggeln? Ich lasse ein paar Särge kommen, stopfe euch da rein und sagt, dass ihr seebestattet werden wollt oder so. Und diese Särge werden nicht kontrolliert? Vielleicht die ersten zwei oder drei. Aber wenn das mehrere sind, warum sollen sie alle kontrollieren? Aber ich nehme an, dort hinauszukommen wäre dann unsere eigene Verpflichtung, ja. Woraus? Aus den Särgen? Aus den Särgen. Wenn sie aufgebrochen werden, von denen muss ich keine Nägel drauf tun. Ich habe mir das noch nicht genau überlegt, weil so viele schmuggle ich da nicht rein. Aber das war jetzt die erste Idee. Wenn ihr zu einem Totengräber kommt, wenn ich mit dem Moor verbuddel, wird das zumindest nichts. Dann kommt ihr nicht nach Medena. Endlich. Nun, ihr könntet vielleicht ein oder zwei andere Dinge für uns in einem mittels eines Sarges in die Stadt bringen. Aber darüber reden wir, wenn die Zeit gekommen ist. Erzählt uns doch erst einmal mehr vom Weg in die Stadt. Wie ist der Weg von hier aus bis dorthin und vor allem, wie kommt man hinein? Wird viel kontrolliert? Sehr streng? Wie viele Wachen gibt es? Ich glaube, die Wachen wurden verstärkt, vor allem wegen dem Krieg gegen Hafax. Und ja, es wird kontrolliert, ziemlich hart. Also, wenn ich schon sage, dass die Säge aufbrechen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass dann nicht jeder reinkommt. Vor allem nicht bewaffnet. Aber wie machen Sie das? Garantieren Sie den Händlern dann Sicherheit für ihre Waren, nachdem sie das Stadttor passiert haben? Ja, schon. Gibt keine Waffen in Mendena. Überhaupt keine. Offiziell nicht. Inoffiziell ist die Stadt natürlich voller Piraten, die sich an so etwas nicht halten. Natürlich.
Vor allem in den Tavernen. Ja, Leibwächter. Man bekommt dort quasi für alles. Für alles, alles und für jedes alles. Mit anderen Worten, man muss in der Stadt nur erst einmal die richtigen Leute kennen. In der Stadt könnt ihr quasi jeden bestechen, alles zu tun. Nur die Stadtwachen am Tor sind schwierig. Wenn ihr euch nicht von hier auf ein Boot schlagen wollt und dann in den Hafen reinsegelt oder reinrudert, dann, naja, über die Stadttore. Oder ihr könnt halt die Mauern hochklettern, aber wird schwierig werden. Habt ihr hier Waffen, die ihr uns nun ja borgen könntet? Einige rostige Dinge können wir euch sicherlich abgeben, ja. Ich denke, das würde reichen. Wenn wir diese Waffen nun ja abgeben an der Stadtmauer und ihr schmuggelt uns Waffen hinein, das würde funktionieren. Ich denke nicht, dass man uns glauben würde, dass wir unbewaffnet ein gefährliches Gut oder ein teures Gut durch Tropien transportiert unter Waffen. Na, vor allem würde ich mir die Frage stellen, woher ihr kommt. Also, wenn ihr von Land einreist, Ilsur wäre eine Möglichkeit, aber Ilsur wird belagert. Flusswacht wird seit neuestem Zeit dann eben auch belagert. Das heißt, von Warung könnt ihr nicht gekommen sein. Solltet euch jetzt überlegen, von wo ihr gekommen seid. Wie steht's mit Jolgomak? Ich dachte, wir hatten uns auf Glorania geeinigt. Nun, es liegt auf dem Weg, vermute ich. Nun, warum sind wir nicht einfach in Feuerhafen gelandet? Richtig, wir haben von Festumos haben wir einen Kapitän bestochen, aber der wollte natürlich nach Mendena reinfahren. Also hat er den sichereren Hafen Feuerhafen angelaufen. Ja, okay, könnte funktionieren. Und daraus haben wir den Weg zu Fuß genommen, wie wir, ich blicke mal an unsere verschlammten Kleidung runter, sicherlich nicht beweisen müssen, wie wir aussehen. Ja, Waffen können wir euch geben. Wie sieht es denn mit den Mauern aus? Wie stark werden sie bewacht? Schon. Also sicherlich sehr stark patrouilliert, aber nicht auf jedem Meter. Wenn ihr Kletterhaken habt, könnt ihr sicherlich 10 Meter hochsteigen. Und wie ist die Beleuchtung dieser Mauern und des Umlandes? Naja, wenn tagsüber die Sonne scheint, dann scheint die Sonne und dann im Nebel sicherlich besser. Und nachts wird dann mit Fackeln beleuchtet. Vergiss nicht diese Runde, wenn wir hinüberklettern, dass wir unsere Ware ebenso hinüberschaffen müssen. Mhm, ja, das ist mir bewusst. Wenn wir also über die Mauer hineinkämen, an welcher Stelle wäre es denn günstig, innerhalb der Stadt anzukommen? Tja, wir haben einmal das Quellensprunger-Tor, das ist direkt im Norden, und wir haben das Eslemsbrücker-Tor. Da kommt ihr dann wohl von der Richtung, von der ihr kommen müsstet. Arena Aquatica ist da in der Nähe. Und ich würde euch nicht empfehlen, von der Tobimora-Seite auszukommen. Da ist vor allem die Burg Talbruck und da wird wohl stärker bewacht, weil vor allem von dort rechnet man mit den Havaxigians. Also sicherlich dann von Norden vom Quellensprung nach Tor kommen. Hat man die Brücke über die Tobimora überhaupt jemals wieder aufgebaut? Ich habe gehört, sie wäre bei der Einnahme der Stadt zerstört worden. Ja, richtig. Das ist auch weiterhin so. Nö, dann wollen wir da erst recht nicht drüber. Diese Bootsfahrt können wir uns schenken. Ich denke auch, wahrscheinlich von Norden her wäre es am günstigsten. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die Hauptstraße entlang der Tobimora führt. Erinnert ihr euch noch gleich, wo dieser Travia-Tempel gewesen sein sollte? In der Nähe vom Mendinischen Brauhaus, oder was meint ihr? Ja, genau, das hieß es. Ach, wo war das noch gleich? Das ist nicht direkt an der Tobimora, aber da in der Nähe. Also wäre es wohl besser, wenn wir auch dort in der Nähe durchs Tor kommen, damit wir nicht gar so viele Gelegenheiten haben, uns zu verlaufen. Sicher, dass ihr zum Travia-Tempel wollt? Nun, es scheint uns eine Anlaufstelle für göttergefällige Menschen in der Stadt zu sein, oder? Ich würde euch die Rabengasse empfehlen. Und dann fahren aus dem Google Wahl. Wo befindet sich denn die Rabengasse? Am Marktviertel. Es gibt einen zerstörten Praios-Tempel und wenn ihr von dort aus in Richtung der Speicherstadt lauft, dann werdet ihr dort die Rabengasse finden.
Also wäre es vermutlich ganz klug, zuerst die Speicherstadt anzusteuern und von dort aus zur Rabengasse. Mhm. Ja, vermutlich, ja. Ja, es ist vermutlich tatsächlich besser, als wenn wir als Diamantenhändler in die Stadt kommen und zuallererst einen Traria-Tempel anlaufen. Mhm. Und in der Speicherstadt ist man auch an Händler gewöhnt, denke ich. Das wird kaum auffallen, wenn da welche durch die Gegend gehen. Ich denke, je näher wir an Fana Verlass. Also ihr könnt da sowas wie einen diplomatischen Status bekommen. Oh. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Satz höre. Ja. Was soll das denn heißen? Auf uns ist immer Verlass, Greifenbund. Entschuldigung. Auf dich ist immer Verlass, Raphim. Von deinen Landsmännern bin ich anderes gewohnt. Na, meine Landsmänner sind die besten Männer, die ihr finden könnt. Und besten Frauen natürlich auch. Nichts gegen die Anwesenden. Na, sprecht einfach mal mit Laura Danja. Die wird euch sicherlich ein paar Tipps noch geben können. Wir wissen einfach, wie man sich in der Stadt aufhalten kann, ohne dass man auffällt. Und wenn ihr eure Särge für sie Bestattung in die Stadt bringt, wo werden die hingebracht? Wahrscheinlich zum Hafen. Sorgt ihr selbst für die Seebestattung oder habt ihr dafür Leute? Gibt es dort ein Aufbahrungshaus oder was ähnliches? Ich würde sie dann am nächsten zu einem der Matrosen bringen, die auf einem der, es gibt ja nicht nur Piratenschiffe, sondern auch Händler. Und diejenigen, die keinen Paktierer an Bord haben, denen gebe ich dann die Särge mit. Aber mittlerweile werden nicht mehr viele Seebestattungen gemacht, weil die blutige See umso blutiger geworden ist. Ja, sie hat die Angewohnheit, Leichname wieder auszuspeien. Korrekt. Währenddessen greift er sich seine Nadel und näht den Mund weiter zu. Wisst ihr etwas über diese... Ja, helft mir auf die Sprünge. Wie hieß noch gleich diese Werft, in der die Arche gefangen gehalten wird? Lebende. Ja, über diese lebende Werft? Nee. Ich bin kein Seefahrer. Na, schade drum. Totengräber. Befindet die sich in der Stadt selber oder weiter draußen? Keine Ahnung. Ich kenne mich im Hafen nicht aus. Guck mir die Schiffe an, frag nach Baktirern und geh dann dahin, wo keine genannt werden. Mach Sinn, einfach. Ja? Frag einfach Laura Danja. Es scheint tatsächlich unser bester Anlaufpunkt zu sein. Hey, ich meine, ihr könnt auch zur Travia-Geweihten gehen, aber die sind sehr weltfremd und da werdet ihr sicherlich keine guten Informationen bekommen. Zwar ein sicheres Haus, aber keine guten Informationen. Und hab Dank für diesen Hinweis. Wir sollten uns eher an die Alafana halten. Oh, endlich lernt ihr es alle mal. Oh, schön, dass ich das nochmal höre. Vor allem, wenn ihr zum Widerstand gehört, beziehungsweise als neue Person dort auffallt, was ihr sicherlich werdet, dann wäre es nicht gut, wenn ihr Magdalenata in Richtung des Travia-Tempels lotst. Nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und die Alanfana können sich wehren. Ja, das können wir. Wie gut werden denn diese Särge kontrolliert? Also nur oberflächlich oder? Er hat euch gerade gesagt, die brechen die ersten 3-4 Stücke auf und das war's dann. Nun, wie viele seid ihr? 6 Leute? Dann mache ich noch 3 Särge für eure Waffen. Dabei schaut er einmal zu der riesigen Sense von Raphim. Und dann stecke ich euch in die ersten... Weiß ich nicht, in die ersten 5 und noch einen in den letzten und dann sind die 3 irgendwo in der Mitte. Brechen sie meinetwegen die ersten 3 Särge auf und meinetwegen noch den letzten. Nur so eine Idee. Ihr könnt es aber auch anders machen. Wart meinetwegen auch mit dem Boot da rein. Wenn ihr erfahrene Ruderer seid, wenn ihr fliegen könnt oder irgendwelche Djinne beschwören könnt, könnt ihr auch rüberfliegen. Und ich dachte eher an einen doppelten Boden für einen Sarg, wo wir unsere Waffen und unser Zeug unterbringen. Auch das wäre möglich. Das käme sicherlich seltsam an, wenn wir als angebliche Diamantenhändler aus dem fernen Norden mit einem kleinen Ruderbötchen im Hafen anlaufen. Ich denke, wir werden den Landweg bevorzugen. Aber wie gesagt, wenn ihr ein wenig Ausrüstung für uns hineinschmuggeln könnt, wären wir euch umso dankbarer. Und ich bin mir sicher, Habemir hier kann euch da helfen, noch 1-2 Verstecke einzubauen. Nun, ich kenne mich mit Holzware nicht so gut aus, aber ich denke, es wird wohl reichen.
Die Idee mit dem doppelten Boden war jedenfalls gut. Dann werde ich noch einige Kräuter besorgen. Könnt ihr mich natürlich unterstützen. Könnt mich auch unterstützen beim Särge bauen. Und dann werden wir mit ein paar Alchemikern mal euren Herzschlag etwas verlangsamen. Ich dachte, wir wollen uns normal in die Stadt begeben. Nein, ich bringe euch das Lächeln rein. Ihr seid vielleicht ein wenig zu begeistert von dieser Strategie. Sagt, was spricht dagegen, als Händler aufzutreten? Ja, ich meine, wir müssen unsere Waffen abgeben, aber sonst? Oh, versucht's. Was bewirken diese Kräuter genau? Euer Herz wird langsam. Ihr müsst nicht mehr atmen. Und wann wachen wir davon auf? Nach ein paar Stunden. Gibt es Nebenwirkungen? Ihr atmet nicht. Und ich meinte danach. Nein. Seid ein bisschen benommen, aber danach könnt ihr euch wieder ganz normal unterhalten und kämpfen. Ihr habt diese Methode also schon einmal getestet, vermute ich. Ja, schon. Fragt sich nur, warum ein paar Diamantenhändler mit einem Sarg da rein wollen, aber. Und deswegen ja. Schifft einfach einen Einzelnen mit unserer Ausrüstung in die Stadt, ja? Wir werden uns um den Rest bekümmern. Okay. Ja, wir gehen zuerst in die Stadt, ihr folgt. Wir fangen euch auf dem Weg zum Hafen ab, holen unsere Waffen und gehen dann zu den Alanfahrern. Ja, guter Plan. Und wie gedenken wir hineinzugelangen? Einfach so? Wie gesagt, wir laufen hin, stellen uns als Diamantenhändler vor, zahlen unsere Steuern ordentlich, die vermutlich horrend sein werden, und treten ein. Stellen uns ein wenig an, weil wir unsere Waffen abgeben müssen. Selbstverständlich, besonders Rafim hier. Just gibt die Nadel mit dem Faden an Rafim weiter, klopft ihm auf die Schulter und geht dann an ihr vorbei. Besorgt mal die Kräuter. Ja, ist der Mann schon fertig zugenäht? Die letzten Stiche kannst du noch machen. Ja. Dann würde ich den letzten Stich noch setzen. Ich warte, bis er raus ist. Ich glaube, der gute Mann ist nicht mehr vollständig da. Er hat aber einen guten Punkt genannt. Es wäre sehr einfach, wenn einer von uns sich für sein Experiment zur Verfügung stellen würde. Auf ihn willst du schneidern oder Lederbearbeitung würfeln? Anatomie. Auch gut, na klar. Hast du es jetzt ja gelernt. Ja. Was aber mir einem so beibringt. Oh. Ist es wirklich Anatomie, jemanden zuzunähen? Klar. Ah ne, ja, halt keine Wunden, oder? Ach, egal. Ja, kein schöner Stich, sag ich mal.